Ja, hallo liebe Leute, ich habe mich hier und willkommen zu einem weiteren Battleground Commentary. Diesmal als Feuermagie hier anscheinend schon in einer angefangenen Runde, aber die hat gerade erst gestartet. Eine Tiefenwindschlucht, da war ich überhaupt noch nicht wirklich unterwegs bisher. Wir haben drei Basen, die Mitte, glaube ich, kriegen wir auch gerade langsam. Der ist zurzeit Item Level 465. Wir spielen hier gerade mit Erinnerung an den Klartraum, Atem der Sterben, Essenz der Fokussierung Iris und Konflikt und Zwietracht. Und dann haben wir hier noch Temporalschild, wir haben kontrolliertes Feuer und großer Pyroschlag. Jetzt schauen wir mal, was das hier gerade wird. Ich denke mal, wir können da einfach mal ein Greater Pyron irgendwas reinjagen. Das soll eigentlich ziemlich safe da drüben ein Kill werden. Der ist schon mal tot zu 100%. Den Pali, den können wir eigentlich auch easy finishen hier. Ja, das Tank, ja, der ist tot. Den hat es halt komplett zerstört gerade. Den können wir vielleicht stealen. Oh, na, das war nicht meiner. Schade eigentlich. Das fängt schon mal gut an. Wie gesagt, ich kenne das BG ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich habe das bisher einmal oder zweimal gespielt, aber da habe ich, da war instant irgendwie losdrehen oder so. Deswegen habe ich mich hier noch nicht wirklich umgesehen. Wir schauen mal, der Magier läuft hier rum. Da oben ist Respawn. Da ist gerade ein Tank gespawnt, oder nicht? Uff, da kommt gerade alles runter. Da will ich nicht hin gerade, da will ich nicht hin. Da kann alleine reingehen, der Schurke. Wir schauen mal, was die vorhaben. 2v2. Oh. Schauen wir, was der Pali vorhat. Ein Greater geht durch. Zwei Greater gehen durch. Was wird das? Du bist tot. Maybe. Was? Warte. Er hittet gleich. Hey, Mann, was? Ach, das hat schon abgezogen zu dem Zeitpunkt, oder was? Was hat der halt vor? Der rennt halt einfach irgendwo durch die Gegend. Wie sieht es mit den anderen Basen aus? Vielleicht können wir irgendeine Base klauen. Wobei, was ist hier am Start gerade? Sehen die mich? Die sehen mich nicht. Oh, Sneak Attack. Sneak Attack 1. Der wundert sich, warum er Infight ist. Was wetten? 2. Und 3. Renn. Da rennt er weg. Wir gehen für den ich spiele noch mit Rune. Oh mein Gott, das habe ich vergessen. Hat er noch Bock, oder was? Wir können ihn slowen hier mal. Ich weiß nicht, was genau er vorhat. Jetzt stunt er mich. Wir können ihn hier einmal kurz breffen. Dann können wir hier ein bisschen weggehen. Können uns hier vielleicht einen Ring legen, ganz fix. Schauen wir, ob er reingeht. Bufft sich hier nochmal Freedom. Jetzt rennt er wieder. Oh mein Gott, der laggt, Alter, was? Okay, mein Blink geht da definitiv nicht durch. Haben wir eine Base verloren? Nee. Der rennt einfach nur spazieren die ganze. Was macht der halt? Was? Ich will hier irgendwie gerade, ich habe mega Bock auf irgendwie ein 1v1 oder 1v2 gerade. Deswegen schauen wir, ob wir vielleicht da vorne uns einen suchen können, wenn wir für die Base gehen. Aber gibt verdammt wenig Resi hier die ganze Zeit, oder? Oder bilde ich mir das gerade rein? Können wir den Sneak attacken? Na, der rennt einfach durch zur Base, oder? Dann klauen wir ihm so lange die andere. Vielleicht kommt er wieder zurück. Na, er sieht mich gar nicht. Der sieht mich gar nicht. Vielleicht haben wir hier einen Schurken oder was am Start gerade. Wir buffen uns einfach mal Schild und schauen mal. Da kommt auf jeden Fall ein DH. Da sind gleich zwei am Start. Da gehen wir gleich mal wieder ein bisschen weg. Dann stunt er mich hier erstmal. Beam ist auch noch am Start. Ich kann hier ehrlich gesagt gerade nichts tun. Die haben nämlich schon alles an Dev-CDs raus. Wir gehen weiter weg. Schauen wir, ob wir den slowen können. Jetzt brocken wir gleich. Das ist aber nicht so schlecht. Oh mein Gott, mein Breath ging in seinen Scheiß rein. Jetzt warten wir hier kurz. Jetzt freezen wir ihn hier. Jetzt schauen wir, ob er was zieht. Da zieht er auch schon was. Schauen wir, ob wir ihn schieben können. Jetzt können wir ihn schieben. Jetzt können wir uns hier kurz ein bisschen toppen. Jetzt kommt ein Greater durch. Der muss sich eigentlich ausgehen. Dann gehen wir hier rein. Massiver Damage. CC Forever. Kriegen wir den noch? Können wir nochmal breffen? Vielleicht? Ah, der Klefenwurf ging durch. Was? Warte, war das jetzt Klefe? Nee, mein Auge hat mich gekillt. Was? Auge der Verderbnis hat mich gefinisht gerade. 13. Ich habe mich selber gekillt gerade. Das hatte ich letztens im Stream auch. Im Stream hatte ich mega nices 1v3 mit meinem Fire Mage und dann hatte ich zu viel Corruption, wo dieses Ad spawnt, das einem nachrennt und das hat mich dann genau gekillt, kurz bevor ich den Monk als letztes noch gefinisht hätte. Aber hilft nicht. Fast hätten wir einen Down bekommen. War ein bisschen unlucky. Ich dachte nicht, dass zwei Deffen gerade. Das war ein bisschen ein... Wow, was ist hier los? Da stehen halt alle oben. Gibt es hier einen Bersi-Buff? Ich weiß halt nicht, wo die Respawns sind. Die Respawns sind hier oben, oder? Ne, die sind immer auf so Bergen drauf, glaube ich. Okay, das war ungut. Das war ungut. Wir haben eine Base verloren, aber ich könnte definitiv jetzt drüben nochmal die Base holen. Kommt der Schurke mit? Das wäre ein Traum. 2v2 gewinnen wir easy peasy gerade. Komm mit mir. Da kommt sogar noch ein Dritter mit. Oder? Kommt er mit oder kommt er nicht mit? Okay, das ist wieder unlucky. Die hat natürlich jetzt in dem Moment Respawn, wo ich hier reingehen will.
Sowas trifft sich immer gar nicht gut. Können den so lange hier rausnehmen, damit er hier nicht unbedingt versucht zu trappen. Ah, geht trotzdem für die Trap. Ah, der stirbt da einfach. Da hat er keine Chance. Shurky kommt mit, aber jetzt dürfen drei vorne, oder nicht? Vor allem, wahrscheinlich hat er gleich wieder Respawn, solange wie wir gerade für den Kill gebraucht haben. Sehr wahrscheinlich, dass er voll Respawn hat. Da wird vermutlich, da steht oben schon der gute DH, den wir vorher schon hatten. Wir wollen hier einmal, er stunt mich instant, er opent allerdings, ne? Der opent natürlich auf dem anderen Grad. Das ist ungut für uns, das heißt, wir gehen auf die Eule hier. Er CC't mich, das heißt, wir können hier nochmal. Dann stellen wir hier einen Ring auf. Und dann gehen wir hier durch Gradern eventuell. Er geht nämlich einfach nicht durch hier so lange. Das ist natürlich sehr, sehr geil für uns. Dann können wir nämlich nochmal schieben for free. Und dann können wir hier die Eule eigentlich finishen. Können wir nochmal schieben. Oh, er springt das zweite Schieb gerade. Das ist so schlecht für mich schon wieder. Das ist so schlecht. Bitte stun. Wenn er einmal stun kann, wäre gerade ein Traum. Genau, weil dann könnte ich nämlich hier bursten gehen. Dann kann ich hier für den Full Burst gehen. Können wir hier nochmal Essenz ziehen. Oh, der Stun war gut, der Stun war gut, Alter, der war gut. Dann können wir hier nämlich noch komplett durchfahren. Und da ist er tot. Wunderbar, holy. Da hätte er mich nochmal fast zerstört mit seinem Sprung gerade. Wahrscheinlich haben sie Lucky Respawn, oder? Nee, gar nicht. Oh boy, der Schurke gerade 10-10. Er hätte zwar am Anfang auf dem Demon Hunter openen sollen und nicht auf der Eule, weil die Eule macht jetzt nicht ganz so viel. Was haben wir? Doch, der hat sogar nochmal einen Respawn. Wir können hier sogar nochmal... Oh, der Sepp ist so gut. Oh mein Gott, bitte open. Nein, die Eule ist wieder mit dabei, Alter. Die zwei Typen, Alter. Das geht's nicht. Was wir allerdings machen können, ist ihn hier rausnehmen. Dann können wir ihn hier ringen. Und dann gehen wir so lange auf den DH mit. Und schauen, dass wir den hier gleich mal finishen können. Können hier einmal noch kicken. Der Greater sollte eigentlich hitten. Genau, da hittet er auch schon. Und jetzt sollten wir ihn eigentlich down kriegen. Oder auch gerade nicht. Was passiert hier gerade? Wir kicken hier nochmal. Genau, jetzt haben wir ihn. Oh, das war close gerade. Ah, oh, nein, jetzt tappt er hinten, oder? Ne, warte, wir haben einen Defer. Jetzt kriegen wir... Oh, der Kidney ist gold, der Kidney ist gold. Damit geht mein Beam nämlich durch. Ah, mein Beam, mein Greater Pyro geht durch. Dann können wir den hier finishen. Dann schauen wir, dass wir hier einen Greater casten, so dass er genau durchgeht. Dann kommt hier allerdings ein Hunter und ein Vary mit dazu. Es ist halt gerade ungut, dass ich Rune spiele. Das bereue ich gerade so hart. Oh, da kommen so viele Leute gerade. Was ist hier los? Dann machen wir hier Anti-Tap so lange. Schauen, dass wir hier noch finishen können. Wunderbar, mein Rack ging durch. Das heißt, wir sind eigentlich wieder halbwegs fein hier gerade. Schauen wir. Oh, da stand er mich. Jetzt habe ich extra Rune aufgebaut, weil ich dachte, ich kriege hier halbwegs was durch. Aber dem ist nicht so. Schauen wir, dass wir vielleicht den DH finden. Nein, ich habe hier keinen Brock. Nein, ich hatte Iceblock ready. Aber ich dachte, ich habe noch Cauterize. Oh mein Gott, da ist es so unlucky gerade. Nein, ich habe überhaupt keine Overview mehr, Mann. Ich spiele zu wenig PvP momentan. Nein, das hätte ich sehen müssen, das hätte ich sehen müssen. Ich hätte einfach blocken können, weil der Demon Hunter ist nämlich so schon gestorben. Aber wo spawnen die? Die haben doch unten die Base. Es kommt mir vor, als würden die ganze Zeit da runterlaufen. Oder ist das der Friedhof einfach? Geht sich das aus? Aber da wären halt niemals so schnell, oder nicht? Bisschen verwirrend noch, das BG. Bisschen verwirrend. Wenn man nicht alles kennt, ist immer ein bisschen problematisch am Anfang. Die sind immer noch massiv hier, Alter. Aber massivst. wir können hier mal Kampfrausch anmachen. Oder auch nett. Okay, das ging sich gerade gar nicht aus. Wir können mal schauen, ob wir hier vielleicht reinbursten können. Können wir nett. Da werden wir direkt rausgenommen. Dann bitte clone mich. Nein. Ich dachte, er clont mich. Aber er clont mich gar nicht. Da ist noch Kombast drinnen. Eigentlich nett gerade. Aber jetzt können wir hier Greater durchballern. Einmal. Zweimal. Jetzt habe ich einen Brock. Jetzt können wir einmal kurz blocken. Dann gehen wir direkt wieder raus. Dann schauen wir, was der hier macht. Dann können wir ihn hier kicken. Dann ballern wir gleich wieder Greater durch. Schau mal, Schurke stun ihn. Schurke stun ihn. Stun ihn. Stun ihn. Nein, er stunt ihn nicht. Warum? Warum um alles in der Welt, Alter? Der will mich opfern, Mann. Was soll das? Wie viele Schurken haben wir überhaupt? 2-4. 2-4-5. Der wollte mich opfern, der Schurke, Alter. Wenn ich das eigene Team wieder hatet gerade. Wir haben nach wie vor 3 Basen, oder? Ne, wir haben 4 Basen. Ach, da unten ist ja auch noch eine, stimmt. Warte, können wir die andere klauen? Die sind aber im ganzen Respawn die ganze Zeit da oben. Das ist halt nur noch ein massiver Zerg, Alter. Das ist einfach nur so Klotz, Alter. Unser Healer da oben stirbt halt eh schon weg. Jetzt schauen wir, ob wir das vielleicht kriegen. Was steft hier? Ein Monk? Ein Pally. Ist das ein Retri oder ist das der Tank wieder? Kann ich hier durchcasten? Bitte sag mir, ich kann hier durchcasten einfach. Na, nicht im Sichtfeld, das war klar. Schade eigentlich, schade.
Dann schauen wir, was es hier wird. Schauen wir, ob wir für einen Sheep gehen können. Sheepen hier einmal. Wird wahrscheinlich Insi werden oder Bubble oder so irgendwas, oder? Na, geht für gar nichts gerade. Okay, das war gerade Fail. Wir tempen hier instant. Schauen, dass wir hier sein Heal ein bisschen stealen gerade so lange. Dann kommt leider noch ein zweiter mit dazu. Dann kriege ich allerdings auch noch einen zweiten, was gar nicht so schlecht ist gerade. Jetzt machen wir hier kurz Essenz an. Schauen, dass wir hier kurz seine Pets alle freezen. Ein Greater werden wir nicht durchkriegen. Wir können aber schauen, ob wir einen Kick faken können. Na, kickt mich sogar aufs andere. Dann kommt dann noch einer dazu. Jetzt wird's ein bisschen viel. Wir können vielleicht... Ah, jetzt habe ich das falsche Target. Wir können den CC'en. Nein, können wir nicht CC'en. Können uns hier nochmal shielden. Können vielleicht den schieben. Oder auch nicht. Melee Bubble können wir uns stealen. Ein Brock habe ich leider noch keinen, aber der wird mich finishen. Ja, der wird mich finishen. Keine Chance gerade. Alter, ich sterbe unaufhörlich gerade mit dem Magier. Was passiert hier, Mann? Alter, das geht's ja nicht. Ich spiele so schlecht zusammen gerade die ganze Zeit. Das wäre gerade so einfach zu gewinnen gewesen, aber ich habe die ganze Zeit mein Target einfach nicht... Was, wo kommen die Leute von mir her? Ich bin so verwirrt, wo kommen die ganzen Leute immer her? Wo ist der Respawn hier überall? Oder, ne, wir haben oben den Zerg verloren. Aber ist das BG-Kombi so groß vor? Aber trotzdem sind die Leute so schnell irgendwie hin und her hier. Mysteriös. Ich muss hier echt noch bei Weitem besser klarkommen gerade. Es ist echt verwirrend irgendwie. Geht er für den? Er geht für den. Dann Greater Pyro geht raus. Na, ah, der sieht mich, oder? Er fiert mich, aber der Greater ist durch. Der kommt auch wieder zu mir. Den können wir ja einfach schieben. Da kommt auch schon Insi, dann können wir ihn nochmal rausnehmen, dann können wir ihn nochmal schieben und dann sind da schon wieder 20 Leute auf mir und es ist schon wieder vorbei. Was? Was passiert hier, Mann? Was? Ich verstehe gar nicht, was die ganze Zeit... Wo kommen die immer her, Mann? Das gibt's ja nicht mehr. Haben die mich irgendwie... Keine Ahnung. Schreien die ganze Zeit, dass ich da bin, oder was? Was passiert hier gerade? Das ist ja abnormal. Auf einmal immer so ein kompletter Hate-Train aus dem Nix, Mann. Ich will doch nur Greater Pyro spam. Man lasse es zu. Man kämpfe nicht dagegen an. Soll ich hier durchblinken? Sonst gehe ich nicht mehr aus. Aber jetzt habe ich keine Survivability mehr, damit ich irgendwie durchkomme gerade. Können vielleicht den Druid schieben hier? Na, können wir nicht. Dann gehen wir vielleicht für Greater Pyro einfach auf dem hier. Nein, komm, Alter. Jetzt hätte ich einmal was machen können hier. Ja gut, 3 Kills, 5 Tode, das lief nicht so, wie es eigentlich hätte laufen sollen, aber hat trotzdem bei Weitem Spaß gemacht. Das BG ist ein bisschen sehr verwirrend irgendwie, aber da werden wir noch reinkommen, da baue ich erstmal wieder ein paar hundert Runden hier drin. Ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Reinschauen, ich hoffe, dass ihr Spaß hattet. Wenn ja, Däumchen nach oben, wenn ihr noch Fragen habt, wie immer, ab damit unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht, mit meinen Social Media Networks zu folgen, alle Links sind unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut rein. Ciao.